Hallo von Herzen, meine lieben Zwillinge. Ich grüße euch zu eurer 6-Wochen-Legung, in der wir schauen möchten, was sich denn innerhalb der nächsten 6 Wochen erwarten kann. Diese Legung könnte wichtige Informationen für dich enthalten, wenn du im Sonnen-, Mond-, Venus- oder Aszendentenzeichen die Zwillinge-Energie hast. Aber bitte bedenke immer, es ist eine allgemeine Legung. Ich lasse zu Beginn eine Ausgangssituation springen für die Zwillinge und da kannst du gleich für dich schauen, ob du hier eventuell in der Reisegruppe bist oder nicht. So, wir beginnen. Wie sieht es denn aktuell aus bei meinen Zwillingen? Wie ist die aktuelle Energie für meine Zwillinge? So, da haben wir hier, na wow, eure Energie, die Königin der Schwerter, ist jetzt vollkommen egal, ob du als Zuschauer männlich oder weiblich bist. Das ist eine Waage, Zwillinge, Wassermann-Energie. Es kann sich aber auch um ein Gegenüber handeln. An der Unterseite haben wir hier den Page der Kelche. Das ist Fische, Krebs, Skorpion-Energie. Es ist eine Wasserenergie. Es geht um Emotionen. Meine lieben Zwillinge, vielleicht ist es aktuell so, dass du hier erstmal versuchst, sehr stark in dein eigenes weibliches Element zu kommen und dich auch hier nochmal um das Thema Emotionen oder mit dem Thema Emotionen befasst. Es könnte aber sich auch um eine ja, um ein Kind handeln, weil die Pagen verkörpern für mich immer Kinder. Es könnte sich aber natürlich auch um das innere Kind handeln, das will man immer nicht gerne hören. Aber hier fällt schon stark auf mit deiner Energie der Königin der Schwerter und der Page der Kelche, dass du hier, wenn es um das innere Kind geht, dich stark damit auseinandersetzt oder tatsächlich auch wirklich aktuell eine gute Verbindung zum inneren Kind hast. Der Page der Kelche ist aber auch das Thema Nachrichten, Kommunikation, Gefühle äußern, Gefühle kommunizieren, Gefühle wahrnehmen. Die Königin der Schwerter ist ja eigentlich eine sehr klare analytische Energie, eine sehr kopflastige Energie. Und es kann gut möglich sein, dass du tatsächlich dich aktuell hier sehr stark in den Fokus setzt. Was möchtest du? Was nimmst du wahr? Was fühlst du? Wo soll es für dich hingehen? Welche emotionalen Wünsche und Vorstellungen hast du? Oder wie gesagt, es geht tatsächlich um das Thema Kinder. Vielleicht beschäftigst du dich mit einem Thema Schwangerschaft oder wie gesagt, mit Kindern. Es kann auch gut möglich sein, dass du hier gerade in einer Flirt-Laune oder Energie bist, dass es hier vielleicht jemanden gibt oder du dich auf jemanden zubewegst oder jemand sich auf dich zubewegt. Bei der Page der Kelche ist natürlich auch so eine kleine Flirt-Energie. Wir schauen jetzt aber mal, die lasse ich normalerweise immer erst später springen, aber bei euch lasse ich sie jetzt auch schon mal eher springen. Welche Lenormand-Karten wir hier noch dazu bekommen für meine Zwillinge? Welche Lenormand-Karte wird hier für meine Zwillinge noch wichtig? So, da haben wir sie. Ja, das ist hier der Park, die Öffentlichkeit und an der Unterseite versteckt sich hier die männliche Person. Also es könnte sich tatsächlich auch um ein Gegenüber handeln, um Treffen, um Annäherung, um Flirt. Um das Thema Aktivität, weil die männliche Hauptperson steht natürlich auch für das männliche Prinzip in den Lenormand-Karten. Ja, vielleicht näherst du dich ja gerade mit jemandem an oder du möchtest eben wieder dich mit jemandem mehr verbinden. Es geht um das Thema Aktivität, wieder mehr nach außen gehen. Also auch so das Thema Neubeginn bekomme ich hier ganz stark rein. Wenn du selbstständig bist, kann es natürlich auch sein, dass du hier auch überlegst, wie kannst du wieder aktiv auch in die Kundengewinnung gehen oder auch im beruflichen Bereich, dass du hier einfach wieder mehr raus möchtest, dass du auch so eine gewisse Leichtigkeit bekomme ich hier ganz stark rein. Leichtigkeit, Treffen, Freunde, zwischenmenschliche Verbindungen. Wir schauen jetzt mal, welche astrologischen Energien werden hier für meine Zwillinge innerhalb der nächsten 6 Wochen wichtig? Welche astrologischen Energien werden hier für meine Zwillinge wichtig für die nächsten 6 Wochen? So, da haben wir hier schon mal das 12. Haus Spiritualität und Kunst. Hier haben wir das 10. Haus Karriere und Erfolg. Und an der Unterseite versteckt sich hier, tja, ich habe gerade noch beim Mischen gedacht, der Jupiter läuft ja gerade durch Zeichen Zwillinge, zwar aktuell in der Rückläufigkeit, aber je nachdem, wann du natürlich geboren bist, kann es gut sein, dass du hier einen Jupiter-Sonne-Transit hast aktuell. Das heißt, es geht ja schon um die Erweiterung. Also du hast hier ganz viel Rückenwind. Es geht um die Erweiterung, Expansion, auch das Thema Ego. Was willst du? Wie willst du dich zeigen?
deine innere Persönlichkeitsentwicklung. Jupiter ist immer so ein Aufschwung, ne? Das ist eine sehr positive Energie. Warnt natürlich auch manchmal vor Hochmut, ne? Also wenn man zu viel will, dann kann das natürlich auch eine Warnung sein, dass man hier nicht zu viel auf einmal, sondern schon auch das Gleichgewicht hält. Aber hier, du, ich nehme bei den Zwillingen ganz viel Dynamik wahr. Ne? Das 12. Haus Spiritualität und Kunst, aber auch verborgene Wünsche, Geheimnisse, Sehnsüchte, das, was bisher nicht sichtbar war. Das 10. Haus, das Saturnhaus, Beginn MC, also auch Beruf, Berufung, Karriere und Erfolg. Und Jupiter natürlich Ideale und Weite, die Expansion, die Erweiterung, das Glück, das Wachstum. Und hier ist es halt wirklich schon so, dass für die Zwillinge wahrscheinlich anstehen wird, dass ihr hier euch Gedanken macht, wie erweitert ihr euch, wie zeigt ihr euch, wie kommt ihr in die Positivität, ins Wachstum. Es könnte um neues Wissen gehen, neue Moralvorstellungen, Werte, das Thema Reisen, ne, die Erweiterung, das Glück im Bereich Spiritualität, aber auch Selbstständigkeit. Ne? Auch wenn du jetzt mit Spiritualität gar nichts am Hut hast. Kann es aber einfach sein mit dem 12. Haus, dass du etwas erschaffen möchtest, dass du etwas bauen möchtest, erbauen möchtest, was auch wirklich deiner inneren Erfüllung entspricht. Welche Träume hast du? Welche Vision hast du? Wo willst du vielleicht auch für andere, das ist auch so der soziale Bereich, wo möchtest du andere unterstützen? Es könnte ja auch um einen Wandel deiner Berufungsgeschichte gehen. Aber das ist schon mal, das sind wunderschöne Energien schon mal. Also hier geht es wirklich um Erweiterung, Expansion, Wachstum, Glück. Wir schauen mal, welche Weisheitskarte für Lebensentscheidung wird denn hier wichtig für meine Zwillinge-Energie. Innere Wahrheit und an der Unterseite haben wir hier Fatum. Ja, es fügt sich. Ne? Also du erfährst wahrscheinlich gerade auch wirklich einen Prozess, wo du merkst, okay, es fügen sich die Dinge. Vielleicht hast du bisher immer mal das Gefühl gehabt, auch vielleicht nicht so vorwärts zu kommen. Oder was macht dich denn auch wirklich glücklich? Auch hier das Thema innere Wahrheit, ne? Wirklich ehrlich zu dir selbst zu sein, dich zu erweitern, dich zu überprüfen, dich selbst wahrzunehmen. Und mit Fatum geht es halt wirklich, ich schlage nochmal sicherheitshalber im Buch nach, aber wirklich Dinge auch zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst. Schicksal, Karma, dass dir einfach Dinge auf dich zukommen, die von oben geführt sind. Also hier sind auch ganz viel schicksalhafte Wendungen. Und es kann halt gut möglich sein, dass du jetzt auch erkennst, warum bestimmte Dinge in deinem Leben passiert sind, wie sie passiert sind. Die Ehrlichkeit zu dir selbst. Und dass du jetzt auch den Mut hast, deiner inneren Wahrheit zu folgen. Du änderst deine Einstellung, du änderst deinen Blickwinkel zu bestimmten Menschen. Du lernst, Kontrolle loszulassen, eben das, was du nicht ändern kannst, und fokussierst dich auf die Dinge, die du in der Hand hast. Es geht um Weisheit, es geht darum, wirklich in die Gelassenheit zu kommen. Du könntest jetzt auch Menschen begegnen, oder hier kommen auch noch mal Menschen auf dich zu, mit denen du auch Lernaufgaben hattest. Aber du bist in einer unwahrscheinlich positiven Energie. Ich habe so das Gefühl, dir könnte gerade, ich will nicht sagen, nichts anhaben, aber du bist einfach gut mit dir, du bist gut abgeklärt, du wirst die richtigen Entscheidungen hier treffen. Ja, ich nehme ja also, wie gesagt, ganz viel Wachstum, Wahrnehmung, innere Wahrheit, Aktivität, ja, Positivität, das nehme ich hier wahr. Wir schauen jetzt mal, um welche Lernaufgabe, um welche Lektion. Das Wachstum, Wahnsinn. Ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Also passend zur Jupiter-Energie, was haben wir hier an der Unterseite? Die Empathie. Ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen, aber auch die Empathie mit dir selbst zu haben. Ne? Also hier geht es auch darum, ein Feingefühl für dich selbst zu entwickeln. Und ja, wo willst du eigentlich hin? Ne? Also es geht auch um das Wachstum deiner Seele, deiner Wahrnehmung, deiner Emotionen, deines Egos. Ne, also hier auch wirklich, ich glaube,
Die Zwillinge, die haben hier einen unwahrscheinlichen Schub nach vorne. Und ja, Wahnsinn. Also hier zeigt sich ganz viel Positivität an. Egal jetzt natürlich in welchem Bereich, ne? Zwischenmenschliche Verbindung, Beruf, Berufung. So, wir schauen jetzt mal, welche fünf Tarotkarten. Haben wir hier schon mal die Justice? Werden hier für meine Zwillinge wichtig. Ich hätte gerne noch vier Karten. Wahnsinn, auch das Finanzielle wächst hier. Drei Karten bitte noch. Der Bube der Münzen. Der Narr, wieder der Neubeginn. Unbefangenheit, Leichtigkeit. Wahnsinn und die Kraft, eine Löwe-Energie. Und hier haben wir den Wankelmut zwar, oder dass du hier wirklich auch entscheiden darfst, dass du hier auch das Thema Leichtigkeit in Angriff nehmen darfst. Ne? Also, was ich hier ganz stark wahrnehme, ist das Thema Gerechtigkeit, Wachstum, Angebote, Möglichkeiten, die hier auf dich zukommen, wieder auch mehr körperliche Power. Also solltest du dich vielleicht auch körperlich etwas ausgelaugt gefühlt haben, solltest du das Gefühl gehabt haben, dass du hier wirklich durchhängst, bekommst du jetzt echt Rückenwind. Also du bekommst so richtig Antrieb. Es könnte sich auch um finanzielle ausgleichende Situationen handeln, ne? Vielleicht hattest du ja auch Konflikte im Bereich der Finanzen, weil Jupiter 9. Haus steht natürlich auch für Rechtsstreitigkeiten, ne? Oder Konflikte oder überhaupt das Rechtssystem an sich. Und da kann es halt auch gut möglich sein, dass dir hier halt auch Geld zukommt oder es hier Klärungen gibt im Bereich von Streitigkeiten oder Konflikten, dass dir hier etwas zugesichert wird. Und durch diese Situation kannst du hier einfach auch in eine neue Leichtigkeit kommen. Was ich ja auch wahrnehme oder reinbekomme, ist, dass dir Angebote und Möglichkeiten gegeben werden, mit denen du wirklich spielen kannst, beziehungsweise überlegen kannst, wie gehst du damit um? Wie agierst du? Wie reagierst du? Der Hinweis der zwei Münzen ist allerdings, nicht zu lange hier zu jonglieren, sondern dir auch schon bewusst zu machen, was willst du? Das ist auch das, was ich sagte, der Jupiter in Verbindung mit der Sonne ist schon natürlich dieser absolute Optimismus, aber auch wirklich die Warnung dafür, nicht alles einfach so, das wird schon kommen, bababa, ne, sondern wirklich auch genau zu überlegen und diesen Jupiter-Transit auch positiv für dich zu nutzen. Es geht um die Erweiterung des Wissens, es geht um das Thema Verträge, es geht um, ja, die Kommunikation. Vielleicht möchtest du auch irgendetwas veröffentlichen. Es geht um das Schreiben. Es geht um, ja, das Wissen allgemein. Vielleicht möchtest du auch Wissen verbreiten, ne? Auch lehrende Tätigkeiten könnten hier auf dem Plan stehen. Und trotzdem nehme ich hier schon so wahr, dass die Zwillinge gut darauf achten dürfen, dass dieses Gleichgewicht gegeben ist, ne? Wir schauen jetzt mal mit den After-Tarot, hätte ich gerne noch Klärungsenergien. Eine Klärungsenergie für die Gerechtigkeit. Eine Klärungsenergie für die Gerechtigkeit. Ja, irgendetwas war ja wahrscheinlich im Stillstand, worauf du gewartet hast. Eine Klärungsenergie für die Neun der Münzen. Eine Klärungsenergie. Wahnsinn. Emotionale Erweiterung vielleicht. Wie gesagt, wie ich das auch hier schon sagte. Entweder findest du wirklich einen Menschen, der dich absolut erfüllt, oder du näherst dich wieder mit einem, ja, mit einem Herzmenschen an. Aber es geht hier auch um die absolute Erfüllung auf emotionaler Ebene. Ja, also alles, was so Herzensangelegenheiten, was dein Herz berührt, was deine Seele berührt, kriegst du hier wirklich ein absolutes Wachstum rein. So, der Bube der Münzen, haben wir hier den Hierophanten, einer der drei Schutzkarten im Tarot. Ich lasse gleich mal noch weiterspringen. Eine Klärungsenergie für den Narren. Wieder der Narr. Also hier kommt definitiv ein Neubeginn für die Zwillinge. Es könnte etwas chaotisch werden, aber es ist auch viel das Thema Leichtigkeit mit dem Narren. Eine Klärungsenergie für die Kraft. Eine Klärungsenergie für die Kraft. Wahnsinn, die 10 der Münzen. Finanzieller Erfolg, Wachstum, hier die 2 der Kelche, Annäherung, Verbindung mit dir selbst. Irgendetwas wird hier kommen, wo du wirklich ein wahnsinniges Wachstum, eine Erweiterung bekommst. Dir steht etwas zu. Versöhnung, Annäherung,
Chance auf emotionale Erfüllung, partnerschaftliche Erfüllung, berufliche Erfüllung, finanzielle Erfüllung. Also bei den Zwillingen ist hier eine ganze, ganze Menge los. Und ich habe auch so das Gefühl, dass es mehrere Lebensbereiche betreffen könnte, also nicht nur einen. Aber hier kommt für dich Leichtigkeit. Du kannst aufatmen, du hast die Chance auf einen Neubeginn, auf die Erweiterung, auf die Expansion, auf Leichtigkeit, das hatte ich glaube auch schon erwähnt. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, wie ich das hier schon sagte, wenn es bei dir etwas gab, auch auf der gesundheitlich-körperlichen Ebene, wird da auch die Heilung und das Wachstum wieder reinkommen. Also du wirst dich einfach besser fühlen, du wirst aktiver, du wirst hier ganz viel Unterstützung und Support bekommen. Und hier vor allem das Thema Liebe. Du kommst in deine Kraft, ne? Also wenn du jetzt vielleicht auch immer so das Gefühl hattest, den Umständen, ne, wie die Karte hier sagt, den Umständen ausgeliefert gewesen zu sein, die von außen auf dich zugekommen sind oder alte Themen, dann wirst du hier innerhalb der nächsten 6 Wochen, wenn du in der Reisegruppe bist, wirklich aus diesen schicksalhaften, anstrengenden Prozessen rauskommen, ne? Du bist hier gut bei dir, also der Fokus liegt hier bei dir und deine eigene emotionale Erfüllung. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur emotional, es geht auch um das Thema Finanzen, Beruf, Karriere, Wissen. Also Wahnsinn. Also bisher die beste Legung tatsächlich, meine lieben Zwillinge. Und ich sage jetzt auch gar nicht mehr, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bleibt mir alles schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.